Einen wunderschönen Leute, da bin ich mal wieder, euer Odin, und ich begrüße euch zu einem neuen Hardware-Check. Wie gesagt, diesmal den zweiten Hardware-Check zum Turtle Beach, und wir werden den Turtle Beach jetzt einfach mal mit dem PlayStation 4 Controller verbinden. Das ist jetzt alles nachkommentiert, weil mein Mikrofon irgendwie total rumgesponnen hat. Also nicht das vom Turtle Beach, sondern mein Cam-Mikrofon, womit ich da meine Stimme aufgenommen habe und wo ich die PS4 dann nachher zeigen werde. Da hatte ich auch hier noch zusätzlich mein Mikrofon aufgenommen. Im Hauptaug auch das Cam-Mikrofon. Und das war einfach zu schnell, und deswegen werde ich das jetzt einfach mal so ein bisschen nachvertonen. Wenn die PS4-Part beginnt, ich zeige euch da gerade, wie es angeschlossen wird. Wenn der PS4-Part beginnt, dann werde ich den Blue dazu holen. Das werden wir dann im TS kurz labern. Dann kann er so seine Eindrücke vom Headset sagen, wie er mich gehört hat. Und ich werde zwischendurch ein bisschen kommentieren, was wir da gerade sehen auf dem Bildschirm. Und ihr seht jetzt gerade, wie ich da das Mittelteil in der Hand halte. Da ist auf der Rückseite ein Kopfhörersymbol. Das heißt halt, das Ende ist für den Kopfhörer bzw. Headset von Turtle Beach. Wie ich jetzt mitgekriegt hatte in der Party, was ihr gleich sehen werdet, funktioniert das Mikrofon vom Headset nicht, was oben dran ist, sondern wenn ihr es am PS4-Controller anschließt, dann benutzt ihr das Mikrofon, was an diesem Kabel mit eingebaut ist, an diesem kleinen schwarzen Teil, was ihr eben gesehen hattet. Und ja, dann würde ich jetzt hier erstmal mit Quatschen aufhören. Ich mach die Cam, seht ihr ja, ihr seht das PlayStation ein bisschen. Und dann sehen wir uns gleich auf der PlayStation wieder, wenn wir das dann einstellen. Ich werde dann so ein bisschen kommentieren. Ich werde mit dem Blue noch in TS reingehen. Und dann wird der Blue noch ein bisschen was dazu sagen. Also bis gleich. So, und da sind wir schon auf der PS4. Wie ich eben schon gesagt habe, mein Mikrofon hat gesponnen. Deswegen spreche ich das, kommentiere ich das jetzt einfach mal nach. Ihr seht jetzt gerade, ich bin in den Einstellungen, also wenn ihr die PlayStation-Taste einfach drückt und dort auf Kopfhörer Ausgabe, da kann man einstellen gesamtes Audio oder Chat-Audio. Ich habe immer am liebsten gesamtes Audio. Bei Chat Audio habt ihr nur den Chat und bei gesamtes Audio habt ihr praktisch das Spiel und den Chat alles auf dem Kopfhörer und könnt den Fernseher dann halt einfach leise machen. Funktioniert einwandfrei. Ihr könnt in der Party, das werde ich euch nachher auch noch gleich zeigen, auch einstellen, was Priorität haben soll, anderes Audio oder die Party. Anderes Audio ist immer PlayStation 4 und Party ist logischerweise Party. PlayStation 4 meinen sie damit mit anderes Audio, entweder Spiel, YouTube-App oder sonst was, was man gerade darauf macht. So, ich eröffne jetzt einfach mal eine Party, seht ihr jetzt gerade. Und da werde ich dann gleich den Blue einladen. Müssen wir jetzt kurz warten. Den Blue habe ich auch schon im TS. Sag mal Hallo, Blue. Ja, hi, hi. Nur, ja, Odin, ich würde das Mikro ein bisschen weiter wegholen, sonst hier im TS-Stummkanal. Okay, so besser? Ja, so ist besser. Gut. Und ja, jetzt müssen wir kurz hier warten. Beim ersten Mal bin ich aus der Party geflogen. Da war schon wieder mal so ein Fehler von Sony. Da will ich einen Blue einladen noch und dann, bumm, ist die Party gleich wieder weg. So, und da zeige ich euch, wie ihr das einstellen könnt. Anderes Audio oder Priorität. Party halt. Ich habe immer alles auf Party, dass die Party halt immer am lautesten ist. Und dadurch versteht man seine Partygäste halt am besten. Und man kann in Ruhe quatschen und man hört trotzdem noch genug vom Spiel, meiner Meinung nach. Aber das müsst ihr selber für euch rausfinden, wie das Audio für euch dementsprechend am besten ist. Also das. Was? Ja, das, oder man kann ja machen Priorität für,
Chat. Also Ja, für Party. Party. Habe ich ja so gemacht. Ich habe es ja bei mir immer auf volle Pulle, dass die Party immer schön laut ist. Also, das müsst ihr aber selber für euch entscheiden, ob ihr die Party volle Pulle haben wollt oder nur dezent im Hintergrund oder was weiß ich. Das könnt ihr dann halt mit dem Regler dann anpassen. Und da unten seht ihr dann, also hier habt ihr zwei Lautstärkebalken. Den oberen können wir jetzt nicht nehmen. Das ist der für den Controller und der untere, das ist für. Ist für Kopfhörer, Mensch, bin bescheuert. Und jetzt müsste ich eigentlich dazu kommen, langsam mal dich einzuladen. Da drüben müssen wir mal gucken. Ich weiß auch nicht, was da mit den Servern momentan von Sony los ist, dass da die Partys ab und zu mal einfach so dicht gemacht werden oder Fehler. Denk mal, da wird auch bald wieder ein neues Update kommen. Hier, achso, deswegen dauert länger, weil ich da gerade erkläre. Noch Party-Chat-Einstellungen und so. Was ich jetzt gerade euch erklärt habe, erkläre ich da nochmal. So. Achso, da hat mein Mikrofon nicht funktioniert. Da sehe ich es gerade. Ich Ja. hab den dann nämlich nochmal rausgezogen und nochmal reingesteckt, den Knopf. Also den Klinkenkabel. Und dann hat das wieder funktioniert. Weil vorher wollte mein Mikrofon nicht richtig. Da hatte ich es nicht ganz angeschlossen. Ja, und da kann man dann einstellen. So, und jetzt müsste es aber auch so weit sein. Mir da klickt noch. So. Online gehe ich jetzt und dann suche ich jetzt den Blue. Zack. Ein Fehler ist aufgetreten. Und dann muss ich dann nochmal eine neue Party eröffnen. Dann mache ich dann auch diesmal das Schloss rein, dass da nicht irgendwer rinkommt. Ich werde mal nebenbei schon mal die Party hier wieder verlassen auf der PlayStation. So, und da suche ich jetzt den Blue. Da ist der Blue. Und den lade ich jetzt ein. Finde ich übrigens mit dem neuen Party-Chat, wie jetzt aufgebaut ist, dass die Symbole rechts sind. Und wenn man jemanden einladet, wie die Einladung aussieht und so, finde ich optisch viel schöner und ansprechender und besser einzustellen. Da seht ihr den Blue. Das blinkt noch so ein bisschen sein Ding. Jetzt nicht mehr. Das dauert halt immer eine gewisse Zeit, wenn einer in die Party reinkommt, bis das dann auch funktioniert. Weil das muss ich ja erstmal, der muss erstmal ankommen und das muss erstmal richtig verbunden werden. So, aber jetzt kannst du ja mal dazu quatschen, Blue. Wie hast du mich denn in der Party gehört? Ja, wie gesagt, am Anfang, also ich habe dich schon gut verstanden, nur es kamen so Hintergrundgeräusche, so komische Art von Geräuschen waren mit dabei, wo eigentlich nicht hätten sein sollen. Und ja, da hast du ja selber noch ein bisschen da rumexperimentiert mit Einstellung hier, Kabel und so weiter. Erst danach konnte man dich schon etwas besser verstehen. Ja, was ich da rausgefunden habe, ist, dass das Mikrofon, was am Headset direkt befestigt ist, oben am Kopfhörer, für die Party total uninteressant ist. Das geht gar nicht. Das ist, wenn ihr diesen Klinkekabel benutzt, was man auch für Smartphone denn benutzen kann, dann funktioniert nur das Mikrofon, was am Kabel direkt dran ist. Warum, weshalb, keine Ahnung. Ich hätte mir da auch eher die Möglichkeit gewünscht, dass man sich das aussuchen kann, weil wenn man das Mikrofon direkt so runterhängt und dann so am T-Shirt so reibt, da seht ihr gerade, dass man das Mikrofon einstellen kann von der Lautstärke, wie laut das Mikrofon sein soll. Hätte ich mir halt mehr gewünscht, dass man da auch dann sagt, pass auf, das Mikrofon hier vorne will ich ausgeschalten haben. Ich will, dass das Mikrofon am Headset dran, was am Headset dran ist, auch gleichzeitig für die Party benutzt wird. Wäre für mich besser gewesen. Aber so funktioniert schon mal. Man hört mich, ich höre die anderen, ich höre das gesamte Spiel, Audio auch. Und im Gegensatz zu den Original Sony-Dingern, wo man ja nur einen Knopf hat oder andere Headsets, das weiß ich nur von anderen Leuten, die das schon gemacht haben. Und ich habe mal mit meinen Adapterkabeln mal andere Headsets am Controller befestigt. Man hat dann eigentlich immer also bei denen, die ich getestet habe und bei den Leuten, wo ich es weiß, auch wenn sie zwei Ohrmuscheln haben, der Chat ist immer auf einem Lautsprecher nur, also auf einem Ohr und das Spiel halt auf beiden. Mit dem Triton und mit dem Turtle Beach, was ich ja jetzt, also mit meinem Triton, was ich sonst immer benutze und mit dem Turtle Beach, was wir hier gerade testen, ist das ein bisschen anders. Wenn ich das am Controller anschließe, habe ich den Chat
Also wenn der Blue was sagt, habe ich das nicht nur auf einem Ohr, sondern wirklich auf beiden Ohren. Und das ist halt der große Vorteil zu anderen Headsets, meiner Meinung nach. Ja, unter anderem auch das, was von Sony selber mit der PS4 mitgeliefert wurde, denn das ist ja eh nur Mono. Ja, das ist ja nur ein Ding dran und das ist minderwertig verarbeitet, meiner Meinung nach. Ich finde es nicht gut. Aber naja, da muss sich jeder selber von überzeugen. Aber es wird wenigstens mal ins mitgeliefert. Das ist ja schon mal, ja, ein bisschen was. Besser als wenn sie sagen würden, wir liefern ja nichts mit. Das hätten sie ja auch machen können und dann hätten wir Akkord gehabt, dann hätten wir da, könnte man ein Headset an Controller anschließen und haben nicht mal ein Headset. Da bin ich ja schon mal zufrieden, dass da wenigstens überhaupt ein Headset mitgeliefert wird. Ja, das wären ja die bösen Menschen, wo quasi die Xbox, wo Xbox-Hocker sind. Die hätten dann gesagt, ja, siehst du, bei uns ist Headsets immer mit dabei, nur bei Sony nicht, aber somit hat Sony gesagt, oh, wir können auch Headset mitliefern, hier hast du. Ja, das finde ich gut. Ist zwar nur Mono, aber besser wie ja nicht, würde ich mal so sagen. Ja, So. man könnte das eher so bezeichnen, als ob man ja, für ein Handy das Headset benutzen würde. Ja, also das Headset, was ich jetzt von Turtle Beach, wie gesagt, das kann man auch am Smartphone testen. Da bin ich gerade am Überlegen, ob ich das vielleicht auch nochmal aufnehmen werde, wie ich das, aber das brauche ich nicht aufnehmen, wie man es nimmt, wie man es benutzt. Das werde ich einfach mal die Tage benutzen am Headset und mal gucken, wie es funktioniert. Und dann werde ich nochmal ein separates Video machen, Hardware-Check 3. Ich werde es jetzt eine Weile am PC benutzen, ich werde es eine Weile an der PlayStation benutzen, ich werde es eine Weile am Headset benutzen, am Headset, bin ich bescheuert, am Handy benutzen. Und dann würde ich sagen, dann mache ich da einfach mal noch ein Video und gebe euch später dann mal meinen Gesamteindruck nochmal wieder, ob es wirklich überall noch funktioniert hat, ob es nicht funktioniert hat, ob es irgendwo Ausfälle hatte oder sonst was dergleichen. Und dann würde ich das Video jetzt erstmal hiermit beenden. Ich verabschiede mich bei euch. Blue sagt ohne Schuss. Jo, tschu, jo. Ahoi, sagt euer Odin.